Du erzählst mal, was du gelernt hast. Du hast in einem Lehrgang 2,5 Jahre Webprogrammierer gelernt und Anwendungssoftwareprogrammierung. Und machst du das heute noch? Okay, also du arbeitest ja jetzt nicht mehr, aber du arbeitest an deiner Homepage weiter und da machst du immer wieder was Neues rein. Und du hast die komplett selber programmiert. Ja. Komplett, also wirklich mit Codes und allem drum und dran. Wie ein richtiger Nerd. Ja. Okay. Du schreibst alles selber in Codes. Und diese Codes hast du alle gelernt oder da suchst du halt immer wieder neue auch raus? Kann man da. Ja, wie lange machst du das jetzt schon mit deiner Homepage? Du hast jetzt schon 15 Jahre online. Okay. Wie machst du das mit dem Programmieren? Also klar, du nimmst jetzt die Codes, aber wo holst du dir das alles her oder wie? Man kann alles im Internet nachlesen. Okay. Aber man muss es verstehen. Ah, okay, also es ist doch sehr komplex dann. Wie ist es dann? Wie lang ist so ein Code? Wie ist der kurz? Ist er lang? Sind es Buchstaben? Ja. Wie? Deine größte Datei war über 10.000 Seiten. Nein. Zeilen. 10.000 Zeilen. Und diese 10.000 Zeilen hast du alle getippt. Ja. Ja, und dann, passt ihr gut, du hast ja auch deine Spastik, ne? Ja. So, du verrutscht. Und da kommt irgendwas mit www, was weiß ich, das soll aber gar nicht rein. Und du checkst es aber nicht. Also ich würde es irgendwann nicht checken bei den ganzen, ich weiß ja nicht, wie das aussieht, vielleicht ist es ja so ein AX3, was weiß ich für ein Code, ist so ein Code, ja? Ja, und wie ist es dann? So, das ist das schon passiert? Ja, einige Male. Und was war der größte Verrutscher oder der blödeste Verrutscher, der dich am meisten aufgeregt hat? Ein Komma vergessen und dann war alles vorbei. Es ging einfach nicht, also es hat nichts funktioniert. Okay, und ja, und wie lange hast du dann dafür gebraucht, um den Fehler zu finden? Drei Tage. Nee, ich glaube, ich hätte das Ding rausgeschmissen, zusammengetreten und oh. Nee, ich glaube, ich wäre vollkommen ausgerastet. So, bist du dann ruhig geblieben oder warst du schon an der Grenze deines Wutpegels? So, dass du fast explodierst. Naja. Es hat dich genervt. Okay. Also geärgert? Ja, na klar, verstehe ich.